Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute nicht am Donnerstag, sondern am Freitag und nicht 18 Uhr, sondern 18.30 Uhr. Heute mit Klaus Ernst. Ich habe mir in unserer Web-Talk-Reihe einen Gast eingeladen, eben Klaus Ernst. Klaus Ernst ist einer der Gründungsväter der Linken. Er hat die WASG mitbegründet, er hat die Linke mitgegründet. Er ist jetzt Mitglied des Bundestages, war mal Parteivorsitzender und im Bundestag wiederum ist er Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses Wirtschaft und Energie. Ich habe den Web-Talk genannt Autos zu Flugscharen. Es geht natürlich auch um die Frage linker Wirtschaftspolitik. Corona verschärft die komplizierte Situation für die sogenannten alten Industrien. Die bereits laufenden Umstrukturierungs- und Wandlungsprozesse werden durch Corona massiv beschleunigt. Es geht darum, ob diese Unternehmen in der Umstrukturierung, in der Rationalisierung unterstützt werden mit Staatshilfen und was wir eigentlich als Linke dazu sagen. Was schlagen wir vor? Wie sieht in diesen Zeiten eigentlich linke Wirtschaftspolitik aus, Klaus? Mach den Ton an, bitte. Du musst den Ton anmachen. So, jetzt geht's, oder? Ja. In diesen Zeiten geht es natürlich vor allem darum, Beschäftigung zu halten, Unternehmen auch zu sichern, die aufgrund der Lage des Runterschaltens und Runterfahrens der Wirtschaft und auch des Nicht-Entgangkommens des Wirtschaftsprozesses in ihrer Existenz gefährdet sind. Und unser Problem ist einfach, wenn die Unternehmen verschwinden, verschwinden auch die Arbeitsplätze. Also geht es momentan in der Corona-Krise, wenn man das als Schwerpunkt nimmt, vor allem darum, Beschäftigung und Betriebe zu stützen und zu retten. Natürlich geht es auch um mittlere, kleinere Betriebe, auch um Solo-Selbstständige. Da ist der Schwerpunkt momentan darauf zu legen. Du sagst stützen, retten, sichern, Beschäftigung halten. Wie soll das praktisch gehen? Was macht ihr da aktuell? Ja, praktisch ist es so, dass die Regierung Vorschläge gemacht hat, zum Beispiel die Rettung der Lufthansa, um es mal im ganz konkreten Beispiel zu machen. Also Übernahme der Lufthansa mit einem Betrag, der den Wert des Unternehmens selbst überstiegen hat. Und da ist unser Anteil, unser Fokus eben, dass das nicht einfach so passiert, dass Geld ausgeschüttet wird an die Unternehmen, ohne dass die auch was dafür liefern müssten. Was sollten sie liefern? Sie sollten liefern zum Beispiel Beschäftigung. Sie sollten liefern, dass sie nicht ihren Betrieb so umstellen, dass sie Beschäftigte kündigen und gleichzeitig dann verlangen, dass sie zu schlechteren Bedingungen in einem Tochterbetrieb wieder eingestellt werden. Deshalb ist unsere zentrale Forderung in dem Bereich, dass wir sagen, es gibt keine staatliche Unterstützung, wenn nicht gleichzeitig eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat zustande gekommen ist über das Weitergehen, über das Weiterführen der Beschäftigung in diesem Unternehmen. Und wir sagen zweitens, es kann nicht sein, dass es eine Unterstützung an Betriebe gibt, die möglicherweise sogar gleichzeitig Unternehmen verlagern ins Ausland. Auch das ist momentan üblich. Und wir sagen drittens, es kann nicht sein, dass ein Betrieb gefördert wird und unterstützt wird, der gleichzeitig Dividenden zahlt und staatliche Hilfen in Anspruch nimmt. Also da passen wir auf, dass, oder versuchen wir jedenfalls, bis jetzt leider in diesen Punkten ohne Erfolg, unsere Vorschläge einzubringen. Genauso wie wir zurzeit auch gerade im Wirtschaftsausschuss den Schwerpunkt auf die kleinen Solo-Selbstständigen, auf die Musiker, auf die Veranstaltungsbranche legen, weil die bei diesen Problemen, die wir zurzeit haben, fast unter den Tisch fallen. Das verstehe ich gut. Die Frage, dass man in solchen Situationen Beschäftigung sichert, dass man Unternehmen stützt, gegebenenfalls auch retten muss, allerdings natürlich vor allen Dingen, um auch die Arbeitsplätze zu sichern. Das verstehe ich gut. Gleichwohl verzeiht die Rückfrage. Ich meine, ein bisschen defensiv hört sich das allerdings dann aber auch schon an, oder? Ja, momentan, glaube ich, sind wir alle in der Defensive. Also wenn ich mich umsehe und weiß, dass momentan sehr hohe Infektionszahlen wieder sich verbreiten, dass wir, wenn wir wissen, dass möglicherweise ein zweites Herunterfahren der Wirtschaft droht, dann ist das ja sehr schwer, keine offensive Situation, nicht nur für uns, sondern für die Bevölkerung. Sondern wir müssen gucken, und das ist natürlich ein Reagieren auf das, was momentan passiert. Wir müssen gucken, dass wir in dem Fall alle am Überleben halten, möglichst viele Unternehmen und natürlich
die Beschäftigten. Deshalb ist auch unser Vorschlag zum Beispiel, weil wir wissen, es dauert länger, dass Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Da reichen die 60% oder 67% noch nicht aus. Wir wissen auch, dass wir möglicherweise die Kurzarbeit auch von der Dauer, die sie gewährt wird, länger bezahlt wird. Dort haben wir momentan eine Debatte zum Beispiel mit den Konservativen, die sagen, hoppla, wir retten ja möglicherweise dann Betriebe, die gar nicht wegen Corona, sondern insgesamt nicht überlebensfähig sind. Ohne Corona hätten die vielleicht auch nicht überlebt, jetzt halten wir sie am Leben. Und da sage ich, diese Debatte ist eine vollkommen irre Debatte. Wir können hinterher schauen, was wir falsch bezahlt haben, aber wenn wir jetzt nicht länger zahlen, dann sind die Beschäftigten in allen Betrieben gefährdet. Eben auch die, die von wegen Corona möglicherweise in Schwierigkeiten sind. Und hinterher schauen wir mal, ob wir zu viel bezahlt haben und gucken, dass wir das Geld wiederkriegen, auch nicht umgekehrt. Schutzmacht der kleinen Leute, Schutzmacht auch derer, die drohen, also ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ich will trotzdem noch mal nachhaken. Und zwar, die Linke ist ja auch eine Partei, die sich um die Frage kümmern muss, wie eigentlich unsere Wirtschaft umgebaut werden kann. Und gerade die aktuelle Situation ist ja auch geprägt von Umwandlungsprozessen. Stichwort ökologischer Wandel, Stichwort Modernisierung bei der Autoindustrie, im Bergbau, in ähnlichen Sachen. Findest du nicht eigentlich auch, dass wir an der Stelle sozusagen das koppeln müssen? Und gibt es nicht Punkte, die auch gekoppelt werden müssen von linker Sicht aus? Vollkommen klar. Die Corona-Krise hat ein Augenmerk darauf geworfen und auch Möglichkeiten geschaffen, dass wir jetzt nicht einfach genauso weitermachen wie vor der Krise, was die Produktion, was die Verteilung von Gütern und so weiter angeht. Deshalb sagen wir auch, wir wollen einen ökologischen Wandel. Wir wollen die Chance nutzen, jetzt einen Neuanfang zu machen, auch einen ökonomischen Neuanfang in Richtung ökologische Produktion, in Richtung ökologischen Verkehr und Ähnliches. Da sind wir mittendrin, da findet die Debatte statt. Die Frage ist allerdings, wie machen wir das? Und da gibt es in unserer Partei, wenn ich das richtig wahrnehme, mehrere Linien. Ich bin dafür, dass wir diesen Prozess so gestalten, auch diesen Neuanfang so gestalten, dass wir technische Lösungen suchen. Denn die technischen Lösungen, die bieten die Chance, dass wir auch möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Und da lehne ich bei uns teilweise einen sehr starken Dogmatismus wahr, der uns da überhaupt nicht weiterhilft und uns eher von den Beschäftigten trennt, die in dieser Situation in Gefahr geraten, ihren Job verlieren. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel beim Auto durch Elektrifizierung 30% der Jobs wegfallen, weil man die einfach nicht mehr braucht, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie steuern wir den Prozess. Wenn es um die Reduktion von CO2 geht, und das ist ja der Sinn der ganzen Ökologiedebatte, dann gibt es eben auch Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren, ohne dass ich zum Beispiel, sage ich, es darf ab 2000x kein Verbrenner mehr produziert werden. Da gibt es auch Lösungen, dass man auf synthetische Kraftstoffe zum Beispiel setzt. Da gibt es auch Lösungen, dass man auf Wasserstoff setzt. Und da gibt es auch Lösungen, dass man dort, wo es wirklich sinnvoll ist, an batteriebetriebene Fahrzeuge einsetzt, dass man möglichst rasch zu höheren Batteriekapazitäten kommt. Aber eben technische Lösungen, die die Gewähr dafür bieten, dass wir möglichst viel Beschäftigung in diesem Lande halten und dass wir ein Industriestaat bleiben. Also die Richtung Morgentauplan, den es ja bei uns auch mal gab, den möchte ich eigentlich in der gegenwärtigen Situation, also aus Deutschland in den Agrarstaat mehr oder weniger zu machen, das glaube ich wäre der falsche Weg. Und ich habe den Eindruck, da gibt es bei uns in der Debatte durchaus den ein oder anderen Punkt, der ein bisschen schräg läuft. Hast du es ja angesprochen und auch in einem Text, wo steht die Linke, ja mit Thomas Hendel zusammen aufgeschrieben, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, da wird der Vorwurf des Dogmatismus, den wir als Partei natürlich niemals gerne hören, der wird da natürlich noch ein bisschen stärker aufgemacht. Aber mach's doch mal konkret. Wo ist die Linke dogmatisch? Ja, also wenn ich zum Beispiel... ich mache ein praktisches Beispiel. Wenn es bei uns Kreisverbände gibt, die nachdenken, Proteste gegen eine stattfindende Automobilausstellung durchzuführen. Also nicht dafür zu produzieren, dass wir Elektroautos kriegen, sondern prinzipiell in Frage stellen, dass es überhaupt Autos gibt und in Frage stellen, dass wir eine solche Ausstellung durchführen, die dazu dient, dass wir Autos natürlich verkauft, übrigens Elektroautos auch verkauft, die dann auch die Beschäftigung für die Leute darstellen. Wenn man dagegen demonstriert, habe ich null Verständnis dafür. Das ist aus meiner Sicht eine Haltung, die ist technologiefeindlich, ist gegen den Individualverkehr gerichtet, die eine Menge Menschen in diesem Lande nach wie vor wollen
Und damit entfernen wir uns so von den Leuten, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir nicht mehr gewählt werden. Und dass wir von Arbeitnehmern unzureichend gewählt worden sind in den letzten Wahlen, das liegt ja auf der Hand. Also ich glaube, dass so eine Haltung dazu führt, dass wir als Partei schlichtweg verlieren und übrigens unseren Kernanspruch, den wir mehr hatten, Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten zu sein, nicht wahrnehmen. In der jetzigen Krise heißt, Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten zu sein, selbstverständlich zu akzeptieren und Veränderungen einzuleiten für eine ökologische Produktion, aber den Prozess so zu gestalten, dass die abhängig Beschäftigten ihn mitgehen können und dass sie davon selber auch einen Vorteil sehen. Und den Vorteil haben sie nicht, wenn sie letztendlich das, was sie selber wollen, nicht mehr kriegen, nämlich keinen Job und auch keine persönliche individuelle Mobilität mehr. Das ist der Punkt. Was wäre dann aus deiner Sicht, wenn wir dann die Automobilausstellung mal links oder rechts liegen lassen? Was wäre aus deiner Sicht dann eigentlich ein zukunftsgewandtes linkes Mobilitätskonzept? Und die zweite Frage ist natürlich auch, es gibt ja eine Partei, die derzeit durchaus auch sozialdemokratische, ehemalige sozialdemokratische Wähler gewinnt. Das sind die Grünen. Warum gewinnen die und wir an der Stelle nicht? Weil die Grünen ein anderes Potenzial haben. Bei den Grünen sind Gutverdienende in der Regel auch nicht ungebildete Leute. Denen macht es nichts aus, vor den Supermarkt zu fahren mit einem großen Suff und dann ökologisch dort einzukaufen und zu gucken, ob auf jedem Zettel draufsteht, dass es auch umweltfreundlich hergestellt ist. Das ist aber nicht unser Klientel. Wir haben ein anderes Klientel. Unser Klientel, das wir immer wollten, waren genau die abhängig Beschäftigten, die im Übrigen in der Zeit unter Schröder massiv ihre Existenz gefährdet waren durch die Sozialpolitik. Wir haben jetzt ein ähnliches Problem. Wir haben die abhängig Beschäftigten gefährdet in ihrer Existenz durch einesteils Corona, aber das ist ein anderes Thema, aber auch durch die ökologische Umstellung der Industrie, die allerdings notwendig ist. Das unterscheidet das ja von Schröder. Und weil es notwendig ist, darum müssen wir uns einmischen in die Gestaltung und müssen sagen, wie es so geht, dass die abhängig Beschäftigten mitgehen können. Jetzt mache ich noch mehr Beispiele. Wenn ich weiß, dass wir inzwischen in der Lage sind, Kraftstoffe herzustellen, die CO2-frei produziert werden, die dazu in der Lage wären, Verbrennungsmotoren weiter zu betreiben, nahezu schadstofffrei, dann ist es aus meiner Sicht vollkommen falsch zu sagen, wir bauen keine Verbrenner mehr, wenn wir sie CO2-frei produzieren können. Oder es steht eine andere Position dahinter, dass ich sage, na, ich will prinzipiell keine Auto mehr, dann brauche ich aber keine Elektrofahrzeuge mehr. Also wenn wir beim Individualverkehr bleiben wollen, was ich gerne hätte, wie die große Mehrheit dieser Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch, dann gibt es Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die zum Beispiel auch in dieser Frage das Überleben der Beschäftigten zumindest für eine Zeit sichern, bis uns was einfällt, was dann vollkommen anders ist, wo null in irgendeiner Form Emission entsteht. Dasselbe gilt auch für Wasserstoff. Wir wissen, dass Wasserstoff im Prinzip, wenn er als Antrieb benutzt wird, null Emissionen hat. Da kommt aus dem Auto hinterher Wasser raus, wenn man so will. Wenn man das macht, muss man jetzt natürlich auch sagen, ja, wir wollen noch Mobilität, wir wollen Wasserstoff als Treibstoff haben, dann müssen wir jetzt die Voraussetzungen haben, dass wir grünen Strom produzieren in ausreichendem Maße, der dann umgewandelt wird in Wasserstoff und der dann irgendwann erstens mal die Lastwagen, also die Schienenfahrzeuge, die lastigen Schiffe betreibt, aber irgendwann vielleicht auch Wasserstoffautos. Wir haben hier im Fuhrpark des Bundestags jetzt schon zwei Fahrzeuge, leider nicht aus der Bundesrepublik, sondern aus Korea, die mit Wasserstoff getrieben werden. Also ich denke, wenn man diese technischen Möglichkeiten ausnützen, wenn wir auf diese Technik setzen, wenn wir sagen, das machen wir. Und das ist unser Anspruch als Linke, der muss sein, diese ökologische Wende so zu gestalten, dass die abhängig Beschäftigten, was ja einer unserer Zielgruppen sein muss, oder wir sagen, wir wollen die nicht mehr, dann werden die auch gehen, wenn die sehen, wappla, die Linke, die kümmert sich nicht um diese Themen und so um die Themen, dass wir unsere Existenz behalten, dann werden die halt jemand anders wählen. Gegebenenfalls heute die AfD, das ist die Schlimme. Also müssen wir bitte die Vorschläge machen, dass die abhängig Beschäftigten mit uns gemeinsam die ökologische Wende so gestalten, dass sie erstens gelingt und dass sie zweitens wissen, was sie an der Linken haben. Ihre Interessen werden in diesem Prozess eingebracht.
Einbringen dieser Interessen, wie genau passiert das? Die Frage ist ja, zum einen hast du es angesprochen, gibt es eine Perspektive, die für die Menschen attraktiv ist? Und ist der Individualverkehr eine solche? Ja, sagst du. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch eine Veränderungsnotwendigkeit in der Mobilität selbst, würde ich zumindest sagen, man viel stärker Mobilität zum einen individual, auf das wird man nicht verzichten können, völlig klar, insbesondere nicht in ländlichen Gebieten, auf der anderen Seite aber natürlich auch viel stärker integrieren muss in andere Mobilität, auch in kollektive Mobilität, sagen wir Bahn, sagen wir Bus, sagen wir bestimmte Varianten, die auch zum Beispiel ein gemeinsames Teilen von Mobilität möglich ist. Vielleicht muss auch ein Auto gar nicht unbedingt gekauft werden, sondern nur gemeinsam genutzt werden. Gibt es Punkte, die da die Linke als Vorschläge hat? Ja, aber die gefallen mir nicht. Ich sag ganz offen, ich hätte doch ein paar weitergehende und aus meiner Sicht viel attraktivere. Ich will ein Modell vorstellen. Wir wissen ganz genau, das merkt ja jeder, die Städte sind zu voll. Zu viele Autos, die gleichzeitig fahren. Das führt auch dazu, dass die Leute mit irre lange Zeit im Stau stehen und dann Parkplätze sind. Jetzt mache ich mal eine Utopie. Ich drücke morgens auf mein Handy. Dann kommt geräuschlos ein elektrobetriebenes Kabinchen vor meine Tür. Ich steige da ein und fahre zum Bundestag, weil ich da arbeiten muss. Das machen viele, 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 viele auch. Unterwegs, und das ist jetzt der Vorteil, schließen die selbstfahrenden Fahrzeuge sich allerdings zu Zügen zusammen, teilen sich wieder und brauchen damit viel weniger Verkehr, haben damit viel weniger Notwendigkeit eines Platzverbrauches. Und sie sind gleichzeitig eine Möglichkeit der individuellen Mobilität, weil in dem Kabinchen sitze ich ja ganz alleine drin. Oder vielleicht, wenn ich zu zweit bin, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, je nachdem, was ich bestelle. Die Dinger werden nachts aufgeladen, haben kurze Strecken, da ist die Batterie das Beste, was man sich vorstellen kann. Und jetzt kommt aber der Punkt zur Verbindung mit anderer Mobilität. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel am Wochenende nicht in Berlin bleiben, sondern möchte ich rausfahren aufs Land, an einen See. Wie mache ich das? Das mache ich so, dass ich mit diesem Elektrowägelchen, das autonom fährt, vor die Stadt fahre, dort in großen Parkplätzen mein Auto hole, wo mich aber mein kleines Elektrowägelchen vor den Kofferraum fahren kann sozusagen. Ich lade die Koffer aus und fahre dahin, wo ich hin will, mit meinem Privatfahrzeug. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, erstens, ich brauche keinen Parkplatz. Zweitens, der Vorteil ist bei diesem Modell, ich brauche nicht die lange Zeit, bis ich überhaupt am Stadtrat bin, weil diese Parkplätze müssten ja vor der Stadt sein. Ich brauche das nicht. Ich bin viel schneller, als ich meinem privaten Fahrzeug jetzt bin, wenn ich das Wägelchen benutze, um zu dem Parkplatz zu kommen. Das ist ein Punkt von mobiler Mobilität, den man zusätzlich anbieten kann für die, die das wollen, die nicht in der U-Bahn fahren wollen, die nicht in der S-Bahn fahren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und trotzdem besteht natürlich eine Notwendigkeit, auszubauen, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Da bin ich doch keinesfalls dagegen. Das muss natürlich passieren. Aber das wäre eine Ergänzung, eine individuelle Ergänzung zur Mobilität. Über dieses Konzept habe ich vorletzte Woche mit dem Präsidenten des Bundesumweltamtes gesprochen. Wir waren uns sehr schnell einig, dass das eine Perspektive sein könnte, auch für die Städte. Das ist ein irrer Investitionsbedarf, den wir da haben. Das sind aber auch irre Jobs, die wir da schaffen können. Das Ding muss gebaut werden, es muss gesteuert werden, muss vernünftig organisiert werden, muss gereinigt werden. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich eine Mobilität für die Städte erreiche, die ich mit den Menschen gemeinsam mache und wo die Leute sagen, ja, das ist ein Konzept, das ist besser als das, was ich bisher habe. Und was ja auch dann hieße, dass in der Stadtplanung, in der Landschaftsplanung natürlich auch demokratische Elemente eingeführt werden müssten. Das heißt, man muss natürlich dann auch darüber schauen, wie kann man mit den verschiedenen von dir betriebenen kleinen Wägelchen dann tatsächlich auch zu den verschiedenen Orten kommen? Wie wird das ermöglicht? Wie wird also kollektiver mit individuellem Nahverkehr verbunden? Eine andere Frage, die jetzt für mich sich noch stellt, ist, was heißt das denn für die Beschäftigten? Denn es gibt ja durchaus dann einen enormen Qualifizierungs-, Weiterbildung-, gegebenenfalls auch Umschulungsbedarf. Was schlagen wir denn als Linke für diese Fälle vor? Beziehungsweise glaubst du, dass das von alleine kommt? Das muss doch letztendlich tarifvertraglich oder gar gesetzlich dann auch entsprechend zu einer Veränderung führen, oder? Ja, klar. Jetzt sind wir auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir bei den Elektrowägelchen bleiben, haben wir erstmal den Punkt, dass wir weniger Platzbedarf
In den Straßen haben wir. Also der Individualverkehr, der jetzt motorisiert ist, der Parkplätze braucht und so, auf wirklich sehr viel, auf sehr, sehr weit reduziert werden könnte. Der ist dann immer so notwendig. Natürlich muss es auch so gestaltet werden, sich zu überlegen, wo fahren die Dinger? Na, die Dinger fahren auf den Straßen und fahren fahrerlos und werden über entsprechende GPS-Systeme, autonomes Fahren, die sind in aller Munde, gesteuert. Also das wär wirklich meines Erachtens sehr schön. So, jetzt kommen wir auf die Frage der Mitbestimmung. Die Chance, die wir jetzt hätten, um nochmal eine Utopie vorzustellen, die Chance, die wir jetzt hätten, wenn wir sagen, wir wollen mehr Mitbestimmung, mehr Einfluss der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf das, was in diesen Umstellungsprozessen passiert, ist doch, dass wir, wenn wir als Staat Geld geben oder wenn die Beschäftigten selbst auf Geld verzichten müssen, um ihre Unternehmen zu retten, diesen Vorgang erleben wir ja allenthalben und ich habe den 100-mal erlebt in meiner gewerkschaftlichen Praxis, dann ist es ja die Frage, wer kriegt eigentlich das Geld, auf das auf der einen Seite verzichtet wird von den Beschäftigten und das die öffentliche Hand hergibt. Bis jetzt bekommt es immer das Unternehmen. Warum eigentlich? Warum geht dieses Geld nicht in eine Stiftung und diese Stiftung beteiligt sich an diesem Unternehmen? Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass der Stiftung hat einen Stiftungsrat und dieser Stiftungsrat muss natürlich dann auch aus den Arbeitnehmern bestehen und diese Arbeitnehmer sitzen dann im Aufsichtsrat und haben damit Mitbestimmung. Und zwar auf der Arbeitgeberseite, weil sie ja beteiligt sind an dem Unternehmen über diese Stiftung. Über dieses Modell hätten wir sozusagen die Mehrheitsverhältnisse, zumindest in den größeren Unternehmen, die als Aktiengesellschaften arbeiten oder die einen Aufsichtsrat haben, auch als GmbH, dort hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, und zwar die Interessenvertretung im Betrieb selbst, in der Regel sind nur die Gewerkschaften beteiligt, die hätten die Möglichkeit darüber zu bestimmen, was in diesem Unternehmen macht, mehrheitlich. Und das finde ich eine großartige Sache. Wir reden seit zig Jahren, wir wollen mehr Mitbestimmung. Aber das wäre eine praktische Idee der Umsetzung. Weil es glaubt doch kein Mensch, dass die in der jetzigen Situation das Mitbestimmungsgesetz ändern und sozusagen mal sagen, jetzt kriegen wir die Arbeitnehmer, die in der Defensive sind, ein bisschen mehr Rechte im Betrieb, dass sie da mitreden können. Nee, das geht über die Eigentumsverhältnisse und das ist ein Ansatz dazu. Jetzt gibt es bereits auch einige Fragen hier. Zum einen, das glaube ich, die eine Frage ist von Wolfgang Schulz. Er ist Sprecher der AG Betrieb und Gewerkschaft der Partei in München. Vielleicht kennst du ihn ja, Klaus. Ja. Wolfgang fragt, müsste denn nicht gerade jetzt, wo der Staat eine starke lenkende Funktion hat, eine Korrektur zu einer klimafreundlichen Produktion unterstützt und gefördert werden? Er sagt nochmal, die Linke München, die tritt tatsächlich gegen das Auto als individuelles Fortbewegungsmittel ein, weil es keine Perspektive für einen lebensfreundlichen Verkehr hat. Ich glaube, da gibt es ein bisschen einen anderen Zungenschlag, oder? Ja, das ist recht. Ich weiß, die Debatte gibt es, darum habe ich sie auch angesprochen. Natürlich kann man sich so aufstellen und sagen, wir wollen kein Auto mehr. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn die nicht Auto fahren, der es nicht will. Und ich habe auch gar nichts dagegen, dass die in der Stadt kein Auto mehr kaufen wollen, weil sie sagen, das, was ich habe, das reicht mir. Das ist doch alles okay. Aber wir dürfen doch nicht in die Position geraten, den anderen das verbieten. Wir sind doch keine Verbotspartei. Wir wollen das Leben besser gestalten und viele glauben, dass es für sie besser ist, wenn sie einen Individualverkehr haben. Ich verstehe diese Debatte nicht. Also ich würde als Arbeitnehmer keine Partei wählen, die sich so aufstellt, dass das, was ich mir persönlich vorstelle, nämlich zum Beispiel, wenn ich auf dem Land wohne, auch rumfahren zu können, wohin will, allerdings CO2-frei, ne? Dass wir uns richtig verstehen, CO2-frei. Es muss natürlich vernünftig organisiert sein, aber diese Partei würde ich nicht mehr wählen. Und gerade in München, wo BMW ist, ja, glaubt denn eigentlich irgendjemand, da wählt uns doch einer, wenn die mitkriegen, was da unsere Position ist. Die bauen momentan, geht jeder Automobilhersteller, konnte mich wirklich selber davon überzeugen, auf dem Kongress vor kurzem, in Elektro. Alle erhöhen ihre Elektrofahrzeuge, ihre Palette, was sie da anbieten. Ja, ich habe gedacht, wir wollen Elektromobilität und jetzt gibt es und wir protestieren dagegen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und der Staat stellt sich natürlich so auf und das muss er auch. Und da passiert auch viel und da waren wir beteiligt und unterstützen das auch, dass natürlich Elektromobilität gefördert wird. Also wir können doch nicht, und zwar aus Umweltgründen, wir können nicht sagen, wir fördern Elektromobilität, aber wenn es dann gebaut wird, dann protestieren wir dagegen. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Klaus lässt es krachen. Klaus sagt jetzt mal richtig, was Sache ist. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich auch viele. Ich glaube,
durchaus kontroversen, kontroverse Statements. Zum einen den Michael Frey, der ja auch sozusagen gewerkschaftlich aktiv ist. Ich kenne den Michael. Der will gleich noch eine Frage stellen. Und Thomas hat darüber hinaus auch auf Facebook, da wo es auch ordentlich zur Sache geht, einige Statements mal zusammengestellt. Thomas. Genau, aber ich würde es erstmal Michael, der sich gemeldet hat, hier reinlassen, sodass er direkt mit euch sprechen kann. Hallo Michael, du möchtest jetzt hier auch in diese Runde kommen. Wenn du magst, kannst du dein Video anschalten. Das musst du aber nicht, aber auf jeden Fall musst du dein Mikrofon anschalten, damit du deine Position und deine Frage direkt richten an Klaus oder Jörg richten kannst. Wenn Michael deine Frage gestellt und ihr die beantwortet habt, würde ich danach nochmal wiederkommen und die Facebook-Fragen, die mittlerweile auch zahlreich eingegangen sind, euch hier zum Besten geben. In diesem Sinne sage ich mal bis gleich. Ja, erstmal vielen Dank, Klaus Ernst, an deine Ausführungen, dein Plädoyer, die Perspektive der abhängigen Beschäftigten zu stärken. Das finde ich sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr wichtig. Musst aber auch gleichzeitig bei diesem Punkt daran denken, welche abhängigen Beschäftigten meinst du denn? Meinst du denn auch die Kita-Arbeiterin, die Lehrerin, die unsere Kollegen, Kolleginnen in den öffentlichen Gesundheitsämtern, die ja durchaus von einem guten öffentlichen Nahverkehr auch profitieren könnten? Oder denkst du in erster Linie an die 480.000, das sind natürlich auch eine Menge, die zum Beispiel in Baden-Württemberg die Industriearbeiter und Arbeiterinnen, die da im Automobil- und Zuliefersektor arbeiten, was auch eine große Zahl ist. Aber ich denke, es gibt eine Menge anderer abhängig Beschäftigte. Und die abhängig Beschäftigten sind doch auch eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Interessen. Und da würde ich gerne noch mal was zu dir hören, wie du das sozusagen für die, ja, meinetwegen für die ganzen abhängig Beschäftigten im sozialen Dienstleistungsbereich siehst. Und der zweite Punkt, dein Plädoyer für technische Lösungen, da habe ich mich gefragt, das ist sicherlich ein wichtiger Ansatz, aber ob wir als Partei nicht darüber hinausgehen sollten und eine gesellschaftliche Lösung finden sollten. Und da wäre meine Vorstellung, dass wir wirklich den Akzent setzen, weg vom Individualverkehr auf den kollektiven öffentlichen Nahverkehr, auch auf dem Land, dass wir eine angebotsorientierte ÖPNV-Struktur herstellen, sodass die Menschen ein Angebot haben und nicht mehr auf das Auto angewiesen sind. Weil die Problematik auf dem Land ist ja, das ist alles abgebaut worden in den letzten 30 Jahren. Das kennt ihr ja alle, die Deutsche Bahn oder Bundesbahn, Reichsbahn sind mal sehr stark auf die Dörfer gefahren, wurde alles abgebaut. Deshalb müssen ja die Menschen auf dem Land mit dem Auto fahren. Teilweise pro Haushalt haben sie zwei Autos, weil der eine fährt in die eine Richtung zur Arbeit, der andere in die andere Richtung. Und wenn wir da einen guten angebotsorientierten ÖPNV hätten, also einen öffentlichen Verkehr, dann hätten die Menschen die Chance umzusteigen. Und ich denke, viele würden das machen. Also, Frage, soziale, gesellschaftliche Lösungen, ist das nicht eine gute Ergänzung zu der technischen Perspektive? Das wären die zwei Punkte. Ja, direkt du. Zur gesellschaftlichen Lösung. Wenn die Gesellschaft was anderes will, ist keine gesellschaftliche Lösung. Und dass die Mehrheit in diesem Land Auto fahren will, glaube ich, ist unbestritten. Sonst würden sie es ja nicht kaufen. Und trotzdem hast du recht. Du hast recht an der Frage, wenn es einen besseren auch auf dem Land angesiedelten öffentlichen Nahverkehr oder Mittelverkehr, die haben dann teilweise, fahren ja die Leute 70, 80 Kilometer zur Arbeit, hätten, dann würden die natürlich ihr Auto nicht benutzen, sondern würden das machen. Ja, selbstverständlich würden die das machen. Also ich weiß, ich habe ja in Schweinfurt gearbeitet, im großen Einzugsbereich, ja, da bilden die Leute Fahrgemeinschaften. Weil nichts anders geht. Da fährt einer und drei fahren mit und die fahren zu viert in einem Fahrzeug und fahren abends auch wieder heim. Wir hatten immer das größte Problem, die Schichtzeiten so abzustimmen, dass das funktioniert mit allen. Also natürlich ist das, was ich vorschlage, nicht eine Lösung, die den öffentlichen Nahverkehr diskriminiert oder ausschließen will. Im Gegenteil, ich bin natürlich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und dann werden die Leute die Lösung nehmen, die für sie die bessere und die günstigere ist und die vernünftigere. Machen wir ein Beispiel. Die Linke ist ja auch gegen das Fliegen, also offiziell gegen das Fliegen im Inland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Position ist, dass wir das verbieten wollen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Wäre auch falsch. Ich sage euch, wie sich das lösen wird. Wenn die Züge zwischen den Städten attraktiv sind vom Preis und wenn sie attraktiv sind von der Geschwindigkeit, wo sie unterwegs sind, dann werden die Leute im Inland unter normalen Bedingungen nicht mehr fliegen,
sondern sie werden dann einen Zug benutzen, was wir wollen, was ökologischer ist. Also ich setze nicht auf Verbote, sondern ich setze darauf, dass wir Lösungen anbieten, die im Interesse der Leute sind. Und um es mal ganz praktisch zu machen, in Berlin gibt es jetzt den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg. Da muss ich so weit rausfahren, wenn ich dort zum Beispiel nach München möchte und nach München, bisher nach München geflogen bin, dass sich das gar nicht mehr von der Zeit rentiert, mit dem Flieger zu fliegen, weil ich hier den Bahnhof vor der Haustür habe. Also werde ich natürlich dann einen Zug benutzen. Und es gilt auch für das, was wir anbieten an Lösungen. Es müssen Lösungen sein, die die Menschen wollen und die die Menschen nicht reglementieren. Und zur Frage, welche Arbeitnehmer ich meine, alle. Wirklich alle. Ich meine nicht nur übrigens die Arbeitnehmer direkt, also ob der jetzt bei der Kita oder beim Daimler beschäftigt ist. Wir müssen deren Interessenvertreter sein, und als Linke. Das war unsere Kernbotschaft, als wir uns gegründet haben, als WASG. Und das war unsere Kernbotschaft, als wir uns gegründet haben, als Linke. Und als wir Oskar Lafontaine und Bieske noch als Vorsitzende hatten, war das auch ganz klar unsere Botschaft. Unsere Kernpunkte waren zum Beispiel, das ist auch der Mindestlohn, vernünftige Rente, da bin ich beim Thema. Natürlich nicht nur die direkt im Prozess des Arbeitens beschäftigt sind oder tätig sind, sondern auch die draußen sind, die Rentner, die Kinder derer, die im Betrieb beschäftigt sind, die eine Ausbildung brauchen, die Qualifizierung brauchen, dass sie sich künftig noch in dieser veränderten Welt vernünftig bewegen können. Ja, natürlich, so groß ist mein Klassenbegriff. Also, wenn du so willst, meine ich die Klasse. Und genau um die geht es. Die steht im Mittelpunkt. Und ich denke aber nicht, dass die unterschiedlich sind. Die sind natürlich unterschiedlich, weil der vielleicht was anderes macht als der andere. Aber alle haben das Interesse nach Einkommen, alle haben das Interesse nach einem sicheren Job, alle haben das Interesse nach einer vernünftigen Rente, alle haben das Interesse, dass ihre Kinder einen vernünftigen Arbeitsplatz finden und vernünftig ausgebildet sind. Und das ist die Klammer. Und das ist der Kern der Linken, diese Themen vernünftig zu besetzen und die Interessen derer auch politisch zu vertreten. Politisch. Ökonomisch macht es die Gewerkschaft, aber vor allen Dingen politisch entsprechend Regelungen zu machen, die auch die Gewerkschaften stärken, egal ob der in der Metall oder bei Verdi arbeitet. So, jetzt gibt es noch eine ganze Reihe Fragen. Thomas wird ein paar. So, es sind einige Fragen bei Facebook reingekommen. Also, das muss man sagen, das sind wirklich ordentlich viele. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die alle abgearbeitet bekommen in den nächsten 10 Minuten, 15 Minuten, die wir vielleicht noch haben. Ich versuche das ein bisschen chronologisch zu machen. Also Carsten fragt sozusagen nach der Brennstoffzellentechnologie. Was haltet ihr von Brennstoffzellen, dass es sozusagen statt auf die Reichweite sehr eingeschränkter Batterien im Auto zu setzen? Das ist eine eher technische Frage. Dann ein Martin fragt, in den Medien war Anfang des Jahres zu lesen, dass sich Herr Ernst gegen das Konzept zum sozial-ökologischen Umbau gestellt hat. Seine Frage ist, warum, Klaus? Also hast du dich dagegen gestellt? Und wenn ja, ich mache noch eine dritte Frage. Stefan Krull, sicherlich auch bekannt, fragt auf Facebook, bei der Bahn und im Infrastrukturbau fehlen mehr Leute, als in der Automobilindustrie verloren gehen. Das interpretiere ich so. Er sagt so, warum jetzt sozusagen so stark am Auto und der Automobilindustrie festhalten, warum nicht umsteuern und in die Infrastruktur und in die Bahn investieren. Diese drei Punkte, Brennstoffzellen, warst du gegen den sozial-ökologischen Umbau und Investitionen in Bahn und Infrastruktur bringen doch mehr als Automobilindustrie. Das sind die ersten drei, die ich hier einbringe. Genau, je kürzer ihr seid, desto mehr von den weiteren Fragen, die ich hier habe, kann ich noch einbringen. Also deswegen im Interesse der Zuschauer und Zuschauerinnen, bitte jetzt kurz halten. Das mit dem sozialökonomischen Umbau konnte ich sehr kurz machen, ich war doch nie dagegen. Aber ich glaube, das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, auch in dem, was ich bisher gesagt habe. Ich bin doch nicht dagegen, dass wir unsere Industrie, unsere Mobilität, unsere Energieversorgung umstellen auf eine ökologische Produktionsweise. Selbstverständlich bin ich dafür. Ich sage nur, wir müssen es so machen, dass die Leute, die wir haben, jetzt sehe ich in dem Bildschirm nicht mehr alles, ist da irgendwas aus? Ich sehe jetzt den Jörg nicht mehr. Aber ihr hört mich noch, oder? Wir hören und wir sehen dich. Okay, aber ich sehe euch nicht mehr. Schade, aber das macht nichts. Also ich bin doch keinesfalls dagegen, sondern der ist notwendig. Meine These ist, so gestalten, dass die abhängig Beschäftigten dabei nicht unter die Räder kommen und mitgenommen werden. In allen Aspekten, auch Mitbestimmung, was ich vorher sagte. So, Brennstoffzelle, ja klar, ja natürlich. Müssen wir auch für die Brennstoffzelle sein. Weil die Brennstoffzelle letztendlich die Chance gibt, dass wir nicht diese riesen Batterien in den Auto haben.
sondern dass sie mit kleineren Batterien auskommen. Und dass wir als Antrieb eben nicht nur den Strom haben, sondern dass man als Antrieb Wasserstoff verwenden kann bei der Brennstoffzelle. Und ich denke, dass das auch die Zukunft ist. Es gibt in dieser, Gott sei Dank, die ist auch von uns angeregt worden, auch von mir im Wirtschaftsausschuss. Wir haben inzwischen eine breite Debatte um diese Frage. Und wir haben eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung inzwischen, die aus meiner Sicht verbesserungsfähig ist. Aber die gibt es. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, auch als Linke auf eine Richtung einzuschwenken, die sagt, ja, wir nützen alles, was an Technik möglich ist, um CO2 zu reduzieren. Uns geht es nicht darum, dass wir den Leuten vorschreiben, was sie für Verkehrsmittel benutzen. Wir bieten ihnen alles an, was es gibt. Aber sie dürfen selber entscheiden. Aber, und das ist die Bedingung, es muss CO2 reduziert sein und künftig CO2 frei sein. Das muss die Lösung sein. So, und die letzte Frage war Bahnbeschäftigung. Also es tut mir leid, diese Zahlen, die bezweifle ich sehr, dass man all die man in der Automobilindustrie nicht mehr brauchen, dann bei den Bahn beschäftigen. So viele Schaffner können gar nicht mitfahren. Also tut mir leid, das halte ich für ein sehr starkes Gerücht. Im Gegenteil, die Lösung, die ich hätte, wäre, dass man tatsächlich mehr Zugverkehr, Bahn haben, dass wir den auch besser steuern. Da gibt es die Systeme dazu, dass wir inzwischen die Logistik so hinkriegen, dass man nicht lange warten muss, dass die Züge schnell sind, dass sie attraktiv sind, auch gegenüber dem Flugverkehr. Und dass wir natürlich den Nahverkehr und auch den Fernverkehr ausbauen, dass wir dort vernünftig das Ding benutzen können und dass wir gleichzeitig aber auch die Beschäftigung haben. Aber ich sage auch, wir dürfen uns nicht gegen die Menschen stellen. Das können wir versuchen, dann wählen sie uns nicht mehr. Weil die Leute schon jetzt, und das ist auch meine These, die möchte ich dann nochmal vertreten, wir haben uns jetzt schon so verzettelt in dem, was wir wollen. Ein Parteienforscher hat gesagt, fragt man 10 Linke, was denn der Schwerpunkt der Linken ist, dann gibt es 10 verschiedene Antworten. Der Kern der Linken, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, das muss immer nach vorne gestellt werden, das muss der Kern sein, das ist die Identität, dann können wir auch andere Fragen vernünftig behandeln. Okay, Klaus. Ganz kurz nur, weil Stefan Krull auch noch nicht so von der Bahn, sondern auch von Infrastrukturausbau gesprochen hat. Ich glaube, er hat das zusammengedacht und da gesagt, er sagt, ja, ich nehme es auch zusammen. Ich nehme es auch zusammen. Ich denke, das, was wir an Zusätzen, ist doch klar, dass das weniger Beschäftigung sind, als beim Individualverkehr verloren gehen, das ist logisch. Ich wäre auch dafür, dass wir das machen, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto fahren wollten oder keinen Individualverkehr mehr wollen würden. Aber ich weiß, die Leute wollen das. Und deshalb habe ich die These, wenn wir nicht wollen, dass uns die nicht mehr wählen, dann muss man die berücksichtigen bei unseren Konzepten, auch beim ökologischen Umbau. Okay, ich bringe jetzt 3 weitere Gedanken und Meinungen hier ein. Und zwar Ulrich, es fällt mir ein, dass hier fast immer nur Männer schreiben. Das ist natürlich ehrlich gesagt nicht ganz so schön, aber gut. Also Ulrich schreibt, wir brauchen aber weniger kleinere, langsamer und seltener fahrende Mobile. Also es ist ein Plädoyer für kleinere und langsame Autos. Dann dein Fraktionskollege Lorenz Göster hat sich hier auch gemeldet. Das glaubst du, ja. Er hat etwas Längeres geschrieben. Ich fokussiere mich jetzt auf einen Aspekt, den er geschrieben hat. Übrigens ist es so, je höher das Haushaltseinkommen, umso mehr Autos, während Menschen mit wenig Geld häufig an Ausfallstraßen leben, gesundheitlich belastet sind, selbst sich aber kein Auto leisten können. Also da auch nochmal ein anderer sozialer Aspekt mit reingebracht. Und Hartmut Weber sagt, ich brauche mein Auto zum gleichen Preis und umweltverträglich. Alles andere würde heißen, der Reiche lässt sich kutschieren und der Arme Fuß oder Rad, schöne Welt, liebe Linke. Das ist wahrscheinlich eher etwas, was sozusagen auch eher in deine Richtung geht. Genau, das waren jetzt die nächsten 3 Statements, die hier reingekommen sind. Und je nachdem, wie wir Zeit haben, kann ich die nächsten 3 auch noch einbringen. Aber jetzt bist erstmal du wieder dran. Ja, also natürlich, wer weniger Geld hat, kann sich kein größeres Auto leisten. Und wer mehr Geld, kauft sich vielleicht was Größeres. Und es gibt auch Leute, die haben kein Auto. Die unterscheide ich jetzt in die keins wollen und die eins gern hätten. Und wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir uns vor allen Dingen für mehr Einkommen stark machen. Und das tun wir auch. Nicht nur was den Mindestlohn angeht, sondern auch was vernünftige Tariflöhne für die angeht, die in den unteren Lohngruppen sitzen. Zum Beispiel wollen wir mehr Geld für die Pflegerinnen und Pfleger. Die wollen nämlich, insbesondere wenn sie auf dem Land sind, auch Auto fahren. So, also das ist, da müssen wir aufpassen, dass wir einen Gegensatz konstruieren, dass wir sagen, weil die so wenig Geld haben, deswegen können sie dir kein Auto leisten, deswegen nehmen wir allen anderen das Auto weg. Das halte ich für absoluten Quatsch. Sondern wir müssen sagen, dann brauchen wir wirklich mehr Geld für die Leute, dann können die selbst entscheiden, wie sie mobil sein wollen.
Das ist meine These. Alle müssen selber entscheiden können, wie sie es wollen, dürfen allerdings keine Umweltsäue sein. Also müssen ein Fahrzeug vor die, als Möglichkeit haben, das CO2-frei oder möglichst CO2-reduziert in der nächsten Zeit fahren kann. Ja, das wäre meine Antwort drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts vergessen. Das war schon sehr umfassend, deine Antwort. Jetzt noch ein kleiner Gedanke von mir noch, ganz wichtig, da wir haben ja relativ viele Zuschauer und sehr viele, die leidenschaftlich heute mit uns. Ja, toll. Also, das ist wirklich toll. Ich sage den Zuschauern und Zuschauern immer, wenn ihr wollt, dass solche spannenden Diskussionen und kontroversen Diskussionen auch sich verbreiten, dann teilt diesen Talk hier auch. Bei Facebook auf Teilen drücken, dann können eure Freunde A noch ein bisschen mitbegucken und sich später dann auch die Aufzeichnung anschauen. Genau, dieser Aufruf. Jetzt kommt noch ein weiterer. Michael hat geschrieben, Kernenergie und Tesla-Strom. Also das geht eher so ein bisschen in Richtung Tesla und Kernenergie, weil du auch viel von Elektromobilität gesprochen hast. Und er sagt auch ein bisschen, dass alles diese modernen und anderen Antriebstechnologien im Grunde genommen immer, er nennt das an der Ölmafia und Automafia und an deren Geldfluss stört und deswegen sozusagen auch dann auch bekämpft worden ist. Vielleicht kannst du zu diesem Aspekt sozusagen was sagen, also vielleicht auch da im Sinne von Lobbying von Automobilindustrie oder Ölindustrie, die versucht, alternative und vielleicht auch ökologischere Antriebstechnologien zu verhindern. Dann gibt es hier nochmal von Rudi Techner einen Hinweis auf, ich setze ja immer noch auf einen Ausbau des Carsharings, also auf das Konzept Auto on Demand. Das ist, und spätestens wenn Autos autonom parken können, wird dieses Angebot noch attraktiver, das kann ich bestätigen. Ich bin selber Carsharing-Nutzer und würde mich auch total freuen, wenn die selbstständig einparken würden. Genau. Das sind so, und dann gibt es noch von Michael Heinrich ein Argument, das Argument ÖPNV stärken, hört man seit Jahren, aber geschafft hat man es wirklich nie, oder eigentlich nie. Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um wirklich mehr Menschen für den ÖPNV zu begeistern? Das ist doch auch eine ganz spannende Frage von Facebook. Also ich fasse nochmal zusammen, einmal die Frage, der Einfluss von Öl- und Autolobby ist zur Verhinderung von alternativen Antriebstechnologien, zweitens Carsharing und drittens, welche Ideen hast du, Klaus, um den ÖPNV die Menschen für den ÖPNV zu begeistern? Fangen wir mit dem letzten an. Der ÖPNV wird dann eher wahrgenommen, wenn er sauber ist, wenn er pünktlich ist, wenn er ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stellt und wenn er preislich erschwinglich ist. Und ich freue mich, dass wir als Linke in vielen Städten ein Sozialticket zum Beispiel fordern und an der einen oder anderen Stelle auch schon hingekriegt haben, dass tatsächlich damit auch Mobilität ermöglicht ist. Also das wären die Dinge, die sein müssen, um den öffentlichen Nahverkehr vernünftig zu organisieren, dass die Leute den auch wahrnehmen können. Zum Carsharing. Ja, selbstverständlich ist auch Carsharing eine Möglichkeit. Es reduziert die Standzeiten vom Auto, es wird öfter benutzt. Aber wie gesagt, meine Vorstellungen in den Städten, die würden weitergehen als das Carsharing-Konzept. Dass wir wirklich autonomes Fahren und dass wir wirklich den Individualverkehr möglichst vor den Städten außerhalb der Städte haben. Für Großstädte ist das ein Ding, natürlich nicht für kleine. Da ist natürlich in kleineren Städten Carsharing-Konzepte nach wie vor richtig, wie auch viele andere. So, aber jetzt zur Hauptfrage, Automobilmafia. Ja, selbstverständlich versuchen die Einfluss zu nehmen auf das, was an Gesetzgebung, an Regelungen gibt. Und selbstverständlich haben die geschwindelt bei VW, und zwar auf übelste Art und Weise. Stellt euch mal vor, wir hätten diese Ingenieurkapazitäten schon für so etwas benutzt, was ich gerade vorgeschlagen habe, dann wären wir in diesen Bereichen schon weiter. Nein, sie haben es zum Schummeln benutzt. Und natürlich versuchen die Einfluss zu nehmen auf die Grenzwerte beim Ausstoß von Fahrzeugen, dass der so ist, dass sie möglichst wenig Belastung haben. Das ist die eine Seite. Aber ich sage euch, ich denke, dass die inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt haben. Es gibt keinen Hersteller mehr, der nicht in Deutschland, ich habe jetzt gerade einen gesehen, der nicht auch Elektrofahrzeuge in seiner Palette hat und die ausweitet. Und ich habe vor kurzem eine Studie gesehen, wie schnell und rasant sich jetzt in den nächsten 10 Jahren die Zahl von Elektrofahrzeugen
erhöhen wird. Ja, trotzdem ist es so, die wollen Einfluss nehmen. Sie sind an der Stelle jetzt so weit, dass sie wissen, sie müssen es machen, sonst verlieren sie Märkte, weil sie woanders möglicherweise gar kein Auto mehr mit Verbrenner in einer bestimmten Zeit verkaufen können. Es wird aber auch noch Verbrenner geben, weil nicht alle Länder so weit sind, dass sie überhaupt eine Energieversorgung haben, dass man die elektrisch betreiben kann. Es wird beides geben, aber den Einfluss, den müssen wir schon sehen. Wir müssen sehen, so ist es. Den können wir nicht einfach dadurch verhindern, dass man so uns gibt es, sondern da muss man darauf hinweisen, muss die quälen und muss die eigenen Forderungen auch gegen die Lobby der Industrie durchsetzen. So würde ich das sehen. Danke, Klaus. Das ist ja war eine heiße Runde. Ich freue mich, dass wir so angeregt diskutiert haben. Ich nehme mit, erstens, der Klaus ist auf keinen Fall gegen den sozialökologischen Umbau, auf keinen Fall. Zweitens, der Klaus hat ziemlich viele Utopien. Die eine Utopie, die er hat, ist, dass die Abgasskandal-Schummel-Ingenieur-Kapazitäten viel mehr für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt eingesetzt werden sollten. Er möchte gerne Elektrowägelchen, die autonom fahren. Und er möchte auch, dass die Belegschaft mehr Mitbestimmung erhält, bis hin zu einer Mehrheit, die am Ende über Stiftungsmodelle dazu führt, dass wir auch viel mehr Einfluss als Bürgerinnen und Bürger auf die Produktion von Mobilität bekommen. Das nehme ich mit. Ansonsten hat Klaus natürlich eine ganz dezidierte Position zum Thema, was ist die Aufgabe der Linken? Die Aufgabe der Linken ist, Arbeit und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Hier kommen wir natürlich auf den Punkt, der auch innerhalb unserer Partei durchaus die Debatte hat. Es geht um die Frage, inwieweit wir im Rahmen vom sozialökologischen Wandel, auch der Notwendigkeit ökologischem Umgestaltung, das beides mitdenken müssen, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den notwendigen auch gesellschaftlichen Umwandlungsinteressen, die es natürlich gibt, wenn wir am Ende die ökologische Katastrophe vermeiden wollen. Das in einen Zusammenhang zu setzen, kriegt man aus meiner Sicht, das nehme ich auch mit, nur im demokratischen, aber auch im akzeptierenden Sinne für die Leute mit. Ich bedanke mich bei dir, Klaus, für diesen spannenden Talk. Ich glaube, es hat ordentlich gekracht. Und ich denke, dass wir auch weiter als politische Linke über solche Fragen konstruktiv streiten werden, weil ich finde nämlich, und da habe ich einen großen Unterschied zu dir, nicht, dass wir nur, dass wir 10 verschiedene Themen haben, sondern dass wir uns schon auf soziale Themen, dass das nach wie vor bei uns die entscheidenden Punkte sind, die lassen wir uns auch nicht nehmen. Und das ist und bleibt das Markenzeichen der Linken. In dem Sinne, glaube ich, werden wir auch in Zukunft politisch aktiv sein, gerade auch als Partei, in der Bundestagsfraktion genauso. Vielen Dank. Eine Bemerkung würde ich gerne machen. Eine Bemerkung. Das war ein Zitat. Ich will euch das nochmal vorlesen. Von Michael Kohs, das ist so ein Parteienforscher, der sagt: Wer linken Politiker nach ihrem Hauptthema frage, bekomme ich ungefähr 20 verschiedene Antworten. Also, selbst wenn wir uns da anders sehen, dass wir da den Fokus haben, die öffentliche Wahrnehmung war eine ganz andere. Da wurden alle Themen wahrgenommen und kein Zentrum mehr. So haben es jedenfalls andere gesehen. Ja, wie auch immer. Ich kann nur sagen, mein Thema der letzten 2 Jahre, Pflegekampagne. Davor war ich aktiv in der Hartz-IV-Bewegung. Ich bin Sozialanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Insofern, ich glaube, da gibt es wenig andere Schwerpunkte. Ich glaube aber trotzdem auch, dass wir natürlich die Frage der gesellschaftlichen Veränderung immer sozusagen in diesen Bezugspunkt setzen müssen. Und selbstverständlich haben wir natürlich auch Fragen, die Gleichberechtigung, Demokratie, Antirassismus und Frieden zum Inhalt haben bei uns mit drin. Denn ohne das ist das alles nichts. Vielen Dank nochmal, Klaus, an dich. Wir bleiben, denke ich, in Kontakt und vielleicht sehen wir uns, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche, wenn der Bundesparteitag der Linken stattfindet. Lasst uns alle nochmal die Daumen drücken. Hat euch der Talk gefallen, dann teilt ihn. Und es gibt schon eine kleine Ankündigung für nächste Woche. In der nächsten Woche reden wir über kleine, zarte Pflänzchen. Und zwar das kleine, zarte Pflänzchen der Linken in Österreich, was ein bisschen sprießt. Wir haben in Wien einige Mandate als Links erreicht, nicht wir, sondern die österreichische Linke.
Aber die Linke hat zumindest ein bisschen Mut geschöpft, nachdem in Österreich ansonsten nicht so sehr viel Gutes lief in der Vergangenheit. Ich rede da mit Anna Svetch und Can Gülcü, das sind die beiden Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von links. Die werden berichten, wie es gelungen ist, in Wien zumindest ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Ich freue mich drauf. Dann wieder Donnerstag um 18 Uhr. Bis dahin, tschüss. Und Klaus, du kannst es auch nochmal. Nee, ich finde das toll. Ich finde auch die Debatte toll. Ja, und um es ganz zum Schluss, ja, alle Themen, Rassismus, natürlich müssen wir die auch bearbeiten, ist doch ganz klar. Aber es muss immer klar sein, wenn man an die Linke denkt, dann müssen die abhängigen Beschäftigten, die sagen, mein Laden. Wenn wir dazu kommen und wenn die sagen, und der Laden kümmert sich auch um das, dass wir im Betrieb ordentliche antirassistische Verhältnisse haben, dass da niemand diskriminiert wird, egal von wo er herkommt. Und wenn die gleichzeitig sagen, wir sind die Friedenspartei, das waren wir immer. Wir haben 4 Punkte gehabt, als wir uns gegründet haben. Das war Afghanistan, raus aus Afghanistan. Das war ein vernünftiges Rentensystem, die alte Rentenformel wiederherstellen. Das war ein Mindestlohn herstellen. Und die vierte weiß ich nicht mehr. Das waren aber die Kerne, wo wir uns ganz konkret unsere Identität erarbeitet hatten. Und die, glaube ich, muss es bleiben, weil sonst haben wir halt einfach von den Leuten nicht mehr gewählt. Klaus Ernst sagt, die Linke mein Laden. Jörg Schindler sagt, die Linke auch mein Laden. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.